Ja, der Regenwald wird abgebrannt, komplett abgebrannt, ja. Was soll man da eigentlich so drüber sagen? Wir wissen seit Jahren, seit Jahrzehnten, wieso das passiert. Das ist nicht wegen Edelholzern oder sonst irgendwelchem Kram, das ist peripher, sondern es wird abgeholzt, damit dort Rinder weiden können, damit die Leute hier Steak essen können und damit Soja und Getreide angepflanzt wird für die Massentierhaltung. 90% des weltweiten Sojaanbaus und 50% der Weizenanbaufläche wird nur genutzt, um es in der Massentierhaltung zu verfüttern. Also ganz ehrlich, Leute, ihr wisst es seit Jahren, ihr wisst es seit Jahrzehnten. Könnt ihr euch noch im Spiegel angucken? Ganz abgesehen davon, Fleischessen macht nicht schön, also deshalb schon mal das Erste. Aber wie könnt ihr wirklich euch noch im Spiegel angucken, wo ihr wisst, dass sowas für euch gemacht wird? Seit Jahren, seit Jahrzehnten immer schon. Und jetzt brennt der ganze Wald. Dort werden Völker vertrieben, da werden Leute umgebracht. Auch Leute mit Kindern, Familien werden einfach da vertrieben, abgemurkst und haben keine Heimat mehr. Dann kommen die ganzen Tiere dazu, die am Wald verbrennen. Dann die Lunge der Erde wird zerstört, damit ihr Schnitzel essen könnt. Ist es das wert? Ist es das wert? Überlegt ihr das mal. Ich kann das einfach nicht begreifen. Man kann nicht in allem perfekt sein. Ich bin auch nicht in allem perfekt. Ich mache auch so dies und das, was vielleicht der eine oder andere nicht toll findet und sagt, warum hast du das gemacht? Aber sowas Grundsätzliches, was jeder Einzelne ändern kann, innerhalb kürzester Zeit, was solche Auswirkungen haben kann. Und jetzt wird es zerstört. Etwas Wunderschönes wird zerstört, einfach mit Absicht, damit ihr Steak essen könnt, damit ihr weiter Sachen aus der Massentierhaltung essen könnt. Warum? Ich kann es einfach, ich kann es nicht begreifen. Ich kann gar nicht so viel essen, wie ich kotzen möchte oder heulen, wie ich Taschentücher finden kann. Ich weiß es nicht. Und jetzt ist es zu spät. Und das von Leuten, die zum großen Teil noch Kinder haben. Ihr habt Kinder. Sollen die ohne Atemluft aufwachsen? Findet ihr das witzig irgendwie? Habt ihr da noch ein Steak essen auf der Einschulung? Und ein Schnitzel und Buletten? Sorry Leute, echt. Mir fällt einfach nichts mehr dazu ein. Tut mir leid.